Rund 50.000 Menschen demonstrierten laut Veranstalter am Sonntag in Paris für das Lebensrecht ungeborener Kinder. Neben zahlreichen Familien beteiligten sich bei dem Marsch für das Leben auch 21 katholische Bischöfe. Zu der Demonstration hatten Lebensrechtgruppen und Papst Franziskus aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche schrieb in einem Grußwort: „Das menschliche Leben muss ohne Bedingungen vom Moment der Empfängnis bis zum natürlichen Tod geschützt werden." Im Mittelpunkt der Kundgebung stand die Kritik an einem Gesetzesvorhaben der französischen Nationalversammlung. Es beinhaltet eine Strafandrohung von bis zu 2 Jahren Haft, wenn auf Internetseiten vor einer Abtreibung gewarnt wird. Die katholische Kirche hat die Gesetzesinitiative scharf kritisiert. Sie sieht dadurch die Meinungsfreiheit verletzt. Pfarrer benutzen in Predigten häufig Begriffe, die die Zuhörer heute nicht mehr verstehen. Die Kirchen haben deswegen ein riesiges Verständnisproblem. Damit ihre Botschaft verstanden wird, brauchen sie für die große Öffentlichkeit zunehmend Werbeprofis, die bei der Übersetzung helfen. Diese Ansicht vertritt die Hamburger Kommunikationsdesignerin Eva Jung in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ihre Agentur Go Basil berät mehrere Landeskirchen und Bistümer. Jung zufolge sind Pfarrer hochspezialisierte Fachleute. Das mache sie aber häufig nicht zu Werbeexperten. Jung verweist auf den Apostel Paulus, der sich wie ein Werbeprofi verhalten habe. Als er durch Athen ging, betrieb er erstmal Marktforschung. Er wollte wissen, worüber die Leute eigentlich diskutieren. Erst dann habe er sie auf dem Marktplatz angesprochen. Die Reformation hat große politische Entwicklungen ausgelöst. Zentral für Luther war aber die Versöhnung des Menschen mit Gott. Das sagte der evangelische Theologe Rainer Riesner. Auch der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann betont anlässlich der weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christen, dass die Ökumene gerade in unserer Zeit das Gebot der Stunde ist. Das Evangelium fordert seiner Meinung nach die sichtbare Einheit der Christen. Sehen Sie einen Kommentar von Rainer Riesner zur Frage, was der Mittelpunkt der Botschaft Martin Luthers war. Ihm ging es um Gott und darum, wie Menschen mit Gott in Beziehung treten können. Luther war mit dem Neuen Testament überzeugt, dass ihre Schuld Menschen von Gott trennt. Dieser Riss zwischen Gott und den Menschen kann nur im Glauben an Jesus Christus überwunden werden. Das war die zentrale Botschaft der Reformation. Das muss die zentrale Botschaft der heutigen evangelischen Kirche sein. Ohne dem wäre sie keine reformierte, sondern eine deformierte Kirche.